Willkommen zurück zum letzten Part der 50er SSM Klasse von Mario Kart 7. Ich freue mich, dass ich das endlich hinter mir habe. Und der letzte, den wir bisher haben, ist nämlich dann der niedliche kleine Koopa. Und was haben wir für bekommen? Die Kaktuskarre. Ich krieg ja irgendwie nur die Autos, kann das sein? Gut, die könnte ich auch gleich mal benutzen. Den Geländereifen? Nee, Standardreifen, Standardgleiter. Und der Blitz Cup. Koopa Cup, Dino-Dino-Dschungel, Fliegende Festung, Regenbogen-Boulevard. Ja, Koopa Cup, noch so eine Sache, die mir nicht passt. Also es sind vier Strecken geremixed worden von der Wii, die ich nicht da hätte haben wollen. Es gab bessere auf der Wii. Als die vier. Die gehen echt nicht, ich mag die nicht, die vier. Aber naja, wenn sie meinen, dass es gut ist, dann soll's halt so sein. Ah, die anderen drei, die sind, ja, die finde ich schon ziemlich cool. Vor allem Dino-Dino-Dschungel und der Rainbow Road. Pupachen in einer Kaktuskappe. Naja, das kann ihn ja nicht pieksen, ne, mit seinem Panzer. Außerdem hat er einen Heimvorteil, der Kleine. Gut, es gibt schlimmere Strecken, aber der Blätterwald, der ist schon beschissener. Was soll man machen? Na, da bin ich dann. Gibt's Münzen, 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 Münzen. Na, kriegst du die Box? Ja, kriegst du. Ach, Mann, ey. Ja, ich will doch auf Schiebtüte mich aufhalten will. Toll, wieder Münzen verloren. Mann, das nervt doch. Ich finde es aber cool, dass hier unten die Musik so ein bisschen gedämpft ist durch das Wasser. Die Schiebtüte sind mir noch nie so oft aufgefallen wie jetzt. Schon komisch. Bremsen wollte ich nicht, wollte nur die Kartansicht wechseln. Okay. Also wenn man unten auf den Touchscreen, auf den Screen drückt, kann man die Karten, also die Ansicht wechseln, der Karte. Ich komme ja nicht mal im Ansatz dazu, 10 Münzen zusammen. Ich werde da ständig wieder verarscht. Das ist, was mir in dem Spiel immer wieder reizt. Was mich immer wieder aufregt. Dieses scheiß blaue Mistteil. Dann besitzt Nintendo in meinen Augen auch noch die Frechheit bei Mario Kart 8. Bei der Limited Edition, ja, da ist ein blauer Panzer dabei. Finde ich total toll. Reibt's einem unter die Nase. Ja, der Panzer ist immer noch drin. Und wieder. Der wird euch noch schlimmer in den Arsch. Naja, ihr wisst schon, als das eh schon immer tut. Why the hell Nintendo? Warum? Ihr hättet was anderes reinmachen können als Special Item, sag ich mal. Bei der Limited Edition. Also ich habe da jetzt keinen Reiz dran. Ich würde, wenn es mir einer schenkt, natürlich annehmen oder sonstiges, aber selber kaufen mit dem Panzer, dann ne. Damit ich das Ding hier stehen habe und dann in meinen Fernseher donner, wenn wieder nicht funktioniert. Ich kenne mich, wenn ich auch draußen bin, dann fliegt mir was durch die Gegend. Obwohl ich es eigentlich immer vermeide, weil ich weiß, ich würde es im Endeffekt bereuen. Aber wenn ich dieses Ding vor meiner Nase stehen hätte, auch Mario. Komm, jetzt wirf du Arsch. Das ist die blaue Missgeburt, die ankommt, ey. Das ist schon halbwegs ein Tier sein können. Da liegt ja noch ein Roten. Ich freue mich so da. Offen, die Route kommt hier nicht an. Na, die sind weit hinter mir. Also wird da nichts weiter passieren. Und sowieso mit dem Tanuki würde mir nichts passieren. Weil es nervt. Dass es hier schon so gang und gäbe ist, dass man blaue auf die Fresse kriegt, ist doch ekelhaft. Und dann noch diese Limited Edition da, die ist ja richtig. Boah, nee. Die geht gar nicht. Lecker.
Ich sollte echt kein Fernsehen haben. Vor allem, wenn die Werbung ist mit leckeren Keksen. Dino-Dino-Dschungel. Oh, hoffentlich werde ich hier nicht verarscht. Ich mag die Strecke eigentlich sehr. Ich freue mich immer, meinem Dinochen Hallo zu sagen. Und der hat mir bisher auch nie irgendwie Licht versperrt oder sonstiges. Auf geht's! Ich sehe drei Grüne, das passt mir nicht so wirklich. Du Ichi, du kannst nicht mal zielen. Ich guck trotzdem lieber unten auf den Schirm. Auf den Screen. Wieder ein Level Stier. Da wäre eine Abkürzung, da rechts. Aber wenn ich kein Bild habe, fahre ich ja nicht durch. Dinochen! Eben sage ich es noch. Wieso bist du nicht nach oben gucken? Ich wollte ihm eigentlich über den Kopf fliegen, weil ich wusste, dass er seinen Kopf jetzt nachdrehen wird. Er kann mir die ja nichts führen. Tanuki. Wieso eigentlich nicht? Ich hätte gerne mal einen Pilz, dass ich euch mal die Abkürzung zeigen kann. Gut, naja, gut, das ist schon eine Abkürzung. Über den Pilz freue ich mich. Was soll ich mit einem Panzer? Wisst ihr was? Ich fahre doch mal rüber. So. Mit dem Pilz halt wesentlich besser, so. Ach, verstehe. Also für sich kann man drüber fliegen, aber wahrscheinlich, weil er keinen nicht genug Speed drauf hat, wegen 50er CCM und so, klappt's einfach nicht. Na gut. Ja, es läuft doch gut. Was? Wieso habe ich den nicht gesehen? Online habe ich auch immer so eine. Das zieht mich auch immer magisch an. Kaum bin ich 5 Sekunden Erster. Ja, genau, jetzt geht der Tanuki aus. Leck mich. Kaum bin ich irgendwie 5 Sekunden online, schießt mich gleich ein Blauer ab. Pff, das ist so kotzen. Immer diese scheiß Panzer, was soll ich damit? Ich sehe nichts, Mann. Sehr gut, Süße. Seit wann schreit der Dino so? Das ist mir noch nie aufgefallen. Tun die DW da unten oder was? Ich kann gleich mehr wie auf die Schnauze. Beim Dinochen tut keiner weh. Boah, hab ich Vorsprung. Alter Schwede. Und trotzdem treffen mich die scheiß Items, ey. Also die roten. Man könnte ja meinen, auf dem Weg dahin. Prallen die vielleicht irgendwo ab? Nö, die treffen natürlich, kommen natürlich durch. Fliegende Festung. Ich mag die Strecke eigentlich, also. Ist schon cool. Rapapapa. Ist da gerade Spiegel? Nee. Komm ich da drauf? Vom Spiegel sind wir weit entfernt. Ja, die Kugel will ich nicht schon doof. Ich brauche Münzen, wenn es geht. Oh, die Maulwürfe. Erinnere mich auch sehr an Super Mario Kart. Nur da haben sie irgendwie mehr gestört als hier. Hier stören sie mich überhaupt nicht. Könnt ihr euch sparen. Auf wie in die Kurve gehen.
mache ich denn? Wieder diese Münzen sind zu blöd gelegt oder ich bin einfach zu doof, um sie alle einzusammeln. Aber naja, jetzt habe ich wieder 9. Schon 9. Aber wir gucken, wie es hier stört. Oh, das stört. Ich habe so viel Vorsprung. Oh Gott, mal wieder total viel. Naja. Jetzt ist es noch viel. Wenn man 150er fährt oder so, dann ist es überhaupt nichts mehr. Dann nerven sie einfach total. Aber hier ist es nicht so krass, dass es auffällt, dass die ständig wieder rankommen. Wenn man sie abgeschossen hat, so wie bei Super Mario Kart oder bei. Oder bei Mario Kart 64, weil 64er ist übel. Gut. Bowser war zu weit weg, dass mich die Blaue noch hätte erwischen können, obwohl das sie die ganze Zeit lang schon abgeschossen hatte. Nee, bei Super Mario Kart und beim 64er fällt es total auf, wie die Gegner wieder rangesogen werden. Das ist schon ätzend. Macht schon keinen Spaß. Aber 64er macht es mir noch am meisten Spaß, die Gegner abzuschießen. Ach, ich liebe die Strecke. Total. Oh, die ist toll. Und wie gesagt, hier ist das Augenkrebsrisiko etwas niedriger. Die Farben sind hier nicht mehr so krass stechend. Die Musik, herrlich. Oh, schön. Zumal mir auf dem Kurs auch keiner was vormacht. Also ich kann hier schon sehr gut fahren, würde ich mal so von mir selbst behaupten. Das holt Erinnerungen zurück. Herrlich. Wow, wow. Der Blooper hier ist schon scheiße. Mir ist mehr als neu, dass Two and a Half Men seit Ashton Kutcher dabei ist, so geschmacklos ist, dass man sieht, wie Lindsay, also Alans Freundin da, Alan und ihn ankotzt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ja richtig ekelhaft. Boah. Mag sein, dass Charlie nicht besser war, aber man hat nie gesehen, wie er gekotzt hat. Boah, wie eklig ist das denn? Ich weiß schon, wieso ich das nicht gucke. Nicht mehr. Es läuft einfach nur nebenbei. Ah, naja. Eindrucksvoll gewonnen! Ich genieße so sehr den Kurs und so, dass ich... Und ich habe auch leider immer noch nichts, was ich bereden kann. Ich will einfach aufnehmen, aber ich habe nichts zum Reden. Wen haben wir denn da? Yoshi ist Dritter und Luigi dürfte Zweiter sein. Das heißt, grüner Trippelsieg. Na bitte, 3 Sterne. Du kannst nun mit deinem Mii antreten. Das heißt, ich kann jetzt mit meinem Mii fahren
Das heißt, der Mii ist als fahrbarer Charakter freigeschaltet worden. Und ich habe ein neues Kartteil bekommen. Yeah. 50er sind vorbei. Die 100er werden zwar nicht viel interessanter sein, aber... Ja. Was soll's. Hauptsache, ich habe das da schon mal hinter mir. Ja, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal bei Mario Kart 7.